Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Freitag, dem 8. April, und dies nach einer Woche, die hier gerade bezogen auf den japanischen Yen für enorme Bewegungen sorgte. Wir sehen heute in der Asia-Session oder sahen in der Asia-Session wieder einen schwächeren Yen, bedingt hier durch die Konjunkturdaten, die in der Nacht reinkamen. Diese sind zu Teilen stärker als erwartet ausgefallen, und das ist eben wieder mal ein Tauziehen zwischen Käufer und Verkäufer, und zum anderen natürlich aber auch hier sicherlich der Wochenabschluss, der ja hier dann im Sinne von möglichen Gewinnmitnahmen steht. Und es gab ja, wie gesagt, während dieser Woche enorme Bewegungen, die hier sicherlich dem einen oder anderen dann zu Gewinnmitnahmen verleiteten. Dennoch hier sehr schön zu sehen in der heutigen Heatmap. Alle Yen-Pairs hier vorn dran, genau das, was gestern umgekehrt hier auf der Südseite war. Da war natürlich hier ein breites Bild an Verlierern zu sehen. Heute der Yen entsprechend schwach, und davon profitieren die ganzen anderen Währungen. Wir wollen aber heute das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar in den Fokus nehmen. Das Währungspaar, auch als Major Par Cable bekannt, ist hier sicherlich nicht uninteressant. Der aufmerksame Zuschauer oder auch Teilnehmer von den Devisenradar-Webinaren weiß, dass wir hier eine große ABC-Musterkorrektur seit Anfang bzw. Mitte 2014 haben, die ein Ziel bei 1,35 in Aussicht stellt. Dieses Niveau lässt sich einerseits durch diese gleichlaufende Bewegungssymmetrie ableiten, die dann hier im Prinzip ein Ziel bei 1,35 auswirft. Und genau hier in dieser Zone wären wir dann praktisch auf den oder bei den Niveaus zur Finanzmarktkrise hier aus dem Jahr 2009 mit diesem Tiefstand um 1,35 plus minus 20, 30 Pips natürlich. Aber genau diese Zone ist es, die interessant scheint, wenn das Währungspaar hier in diesem Bereich kippt. Dann scheint es zumindest unter eben den Wiederholungsbedingungen der technischen Analyse möglich, dass wir hier einen Gegenlauf sehen. Und das ist genau das, wovon man mittelfristig durchaus ausgehen kann. Wir wissen im Juni, deswegen hier dieser Balken, am 23.06. steht das Referendum auf der Agenda in Sachen Brexit oder eben nicht. Das wird sicherlich das britische Pfund maßgeblich im Vorfeld noch belasten, die Spekulationen darüber. Deswegen gut möglich, dass wir in den nächsten Wochen weiter absacken. Durchaus eine denkbare Option. 1,35 bleibt interessant. Nach dem Referendum, wie gesagt, ist dann ein Stück weit mehr Luft wieder vorhanden an den Märkten. Da wird es dann spannend zu sehen, ob hier tatsächlich eine Erholung stattfindet oder nicht. Aber rein mittelfristig scheint das britische Pfund eine weitere Schwäche durchaus erleiden zu können. Mögliche Erholungen hier auf Big Picture Basis wären zum Beispiel im Bereich 1,45 verkaufenswert. Einst haben wir hier den Widerstand vom April des letzten Jahres, dann hier so eine Clusterzone, will ich es mal nennen. Wir machen das mal. Was gesagt, wir haben es hier mit diesem roten Pfeil schon markiert. Knapp unter 1,46, also ab 1,45 wäre hier so eine Zone, wo man sagen kann, hey, wenn der Preis hier im Vorfeld nochmal hinläuft, kann es durchaus zu einer technischen Gegenreaktion nach unten kommen. Das muss aber, sofern der US-Dollar hier mittelfristig seine Stärke weiter aufrechterhält, dann auch noch nicht mal das Ende gewesen sein, denn natürlich kann es auch noch wesentlich tiefer gehen. Aber das große Bild vom britischen Pfund soll es jetzt erstmal gewesen sein. Wir gehen in den kleinen Chart. Da hatten wir hier sozusagen eine inverse Schulterkopf-Schulterformation, die, und das fingen wir hier im Stream ganz gut ein zuletzt. Wir hatten hier eine Abwärtstrendlinie. Und wir hatten hier den Test dieser, und trotz dieser möglichen inversen Schulterkopf-Schulter-Formation, die hier eigentlich einen Ausbruch nach oben verlautbaren lässt, war schon die Idee hier möglicherweise um 1,44, 1,43,50 mögliche Short-Engagements aufzubauen. Und Sie sehen hier, grandioserweise wurde hier dieses Ausbruchslevel 1,44,70, 75 nicht erreicht, noch nicht mal überwunden. Und seitdem ging es eben hier rigoros nach unten. Das war auch die präferierte Tendenz, insbesondere dann auch mit Ausbruch unter diese Unterstützungszone 1,41,50 rund hier, diese grüne Zone, sollte es weiter abwärts gehen. Und genau das geschah gestern. Heute kleine Gegenreaktionen. Auch ganz interessant, dass man hier so ein kleines Support-Level einzeichnen kann mit dem Tief hier von Mitte März. Das ist ein kleines Support-Level, was hier kurzfristig stützen kann. Dennoch die damalige Annahme voll aufgegangen, und im Gegen- oder Umkehrschluss jetzt hier die Situation eigentlich weniger freundlich, sodass es eigentlich eher danach aussieht, als würde das britische Pfund weiter in eine Talfahrt übergehen können. Also wenn es eine Erholung gibt, dann wird es hier bei 1,41,50 schon wieder eng, und das könnte dann ergo sogar schon für den nächsten Abwärtsmove sorgen. So mal eine theoretische Annahme. Geht es hier deutlicher nach oben, dann würde es hier unterhalb von 1,44, 1,43,50 eng werden, und das wäre dann praktisch der nächste Move nach unten, der möglicherweise anstehen sollte, sofern es jetzt überhaupt eine Erholung gibt. Nach oben haben wir hier
liegt nach wie vor 1,44, 80, 75 als entscheidende Triggermarke. Solange der Preis da nicht rübergeht, ist der bärische Bias intakt und die inverse SKS ist eigentlich praktisch schon fast aufgelöst. Also insofern hier auch mehr mit einer Unsicherheitsvariante versehen, dass sich das überhaupt auflöst, da hier dieser Rücksetzer, das Scheitern hier oben am Ausbruch dieser Abwärts-Nackenlinie eben nicht geglückt ist. Das wirft hier alles negative Schatten voraus. Gehen wir in den Stundenchart kurz. Da sehen wir hier just nach der aktuellen Schwäche, kurz vorm EU-Start, da krachte nochmal das Pfund ein Stück weit runter. Eine Erholungskerze, hier so eine Art Bearish Engulfing. Wir haben hier statistisch gesehen am Freitag auch den schwächsten Handelstag, einer mit der schwächsten, das britische Pfund ja eh schon lange unter Druck. Das zeigt sich hier am Montag, Dienstag, insbesondere Freitag, hier mit ganz klar negativen Tagestendenzen. Also hier im Blick auf die letzten 52 Wochen ging es hier immer am Montag, Dienstag und Freitag in der Masse der Fälle nach unten. Und Freitag mit 40% positiver Schlusspreise wirklich denkbar schwach. Montag dann aber auch hier in der Overall-Tendenz mit 48% auch leicht negativ. Also das sieht wirklich nicht gut aus für das britische Pfund. Obgleich heute nach der aktuellen Bewegung könnte es hier durchaus nochmal einen Impuls nach oben gehen. Achten Sie dabei auf 10:30 Uhr. Da bekommen wir wieder Daten rein aus England, aus dem Vereinigten Königreich, Industriedaten, Handelsbilanzsaldo, Erzeugung im produzierenden Gewerbe. Und das sind natürlich hier Punkte, die das britische Pfund ab 10:30 Uhr hier in Wallung bringen dürften. Da wird sich dann meines Erachtens auch entscheiden, ob wir ein neues Tagestief machen. Wenn das kommt, dann ist das gestrige Tagestief sehr wahrscheinlich ein Angriffspunkt. Sollte es dazu kommen, dass der Markt hier eine positive Reaktion zeigt, dann wären hier theoretisch technische Erholungsbewegungen bis zu dieser, ich mache jetzt mal hier die Widerstandslinie rein, bis hier knapp über 1,41 möglicherweise denkbar. Aber viel mehr kann ich mir darunter auch jetzt nicht vorstellen. Was noch interessant ist, die FTSE-Vektorlogik des heutigen Tages weist hier ein Stück weit ein gespaltenes Bild auf. Wir haben zwei Pattern, das gibt es nicht oft, also ein bullisches und ein bärisches, obgleich das bullische hier mit knapp 72% und einer Account- oder Anzahlhäufigkeit von 228 sehr, sehr beeindruckend kommt. Ein sehr, sehr starkes Pattern, hier dann mit plus 0,74% im theoretischen Sinne, also wird hier praktisch von der FTSE-Vektorlogik heute ein bullischer Tag ausgeworfen. Bärisch hingegen, das ist natürlich von der Häufigkeit her zu vernachlässigen. Drei Erscheinungen ist zu wenig, aber diese drei Erscheinungen trafen in 100% der Fälle ins Schwarze und führten hier im Schnitt zu einem Verlust von 0,8%. Man darf sich jetzt aussuchen, welche Logik hier heute recht hat. Das ist letztlich ein Münzwurf, obgleich hier die bullische Tendenz natürlich statistisch gesehen ganz, ganz klare Vorteile hat. Da muss man wirklich mal aufpassen, was da heute Vormittag 10:30 Uhr passiert. Und insofern denke ich mal, das britische Pfund bietet hier einiges an Chancen. Ansonsten kanadischer Dollar noch interessant für heute 14:30 Uhr. Den wollte ich jetzt nicht unbedingt in den Fokus nehmen. Aber hier sehen wir, das britische Pfund zieht jetzt hier schön nach oben raus. Starke Bewegungen. Mal sehen, wie lange das anhält. FTSE-Vektorlogik verspricht hier heute ein Tageshoch im Bereich 1,42, wenn es denn dazu kommt. Ja, das heißt hier enormes Aufwärtspotenzial. Und das Tief hier, das theoretische, ich zeige es Ihnen gerade nochmal, bei 1,50,54, da waren wir heute im Prinzip knapp. Also das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wenn wir jetzt hier nicht signifikant umkehren, dann wäre das hier im Prinzip die bullischste Ansage schlechthin für heute. Hier im Sinne einer korrektiven Gegenbewegung, also oberhalb von 1,41,10 kann es direkt weiter raufgehen. Gestriges Tageshoch wäre dann hier zu nennen, Tageshoch von vorgestern. Da wird es dann hier spannend, ob wir hier rausziehen. Und wenn, dann kann hier richtig Druck aufkommen. Aber wie gesagt, scheint mir hier alles nur eher so eine Art korrektiver Impulseffekt. So dann wünsche ich Ihnen erstmal viel Erfolg beim heutigen Handeln. Das war's schon für das heutige Radar. Auf bald, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.